Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu Frag Fabian. Heute hat mir die Nora aus Dingolfing geschrieben und die Nora schreibt mir, ich bin im Vorstand von einem Sportverein. Sie möchte wissen, wann dürfen wir endlich wieder Sport machen? Ja, liebe Nora, zunächst einmal, da haben wir was gemeinsam. Ich darf selber im Ehrenamt seit 7 Jahren einen Sportverein in meiner Heimat führen und ich stelle mir genauso wie dessen Mitglieder natürlich auch diese Frage. Vor allen Dingen deshalb, weil ich eine feste Überzeugung habe. Ich glaube, wenn wir weiterhin darauf bauen wollen, dass die Menschen in Bayern sich so diszipliniert an die Ausgangsbeschränkungen halten, dann ist es unverzichtbar wichtig, dass diese Ausgangsbeschränkungen nachvollziehbar und konsistent sind. Und da gibt es gerade im Bereich des Amateursports nach meinem Dafürhalten einiges nachzusteuern. Es ist nämlich schwer zu erklären, weshalb man jetzt mit einer fremden Kontaktperson zwar spazieren gehen darf, nicht aber aus 10 Meter Abstand Tennis spielen. Es ist schwer zu erklären, warum man mit dieser Kontaktperson sich draußen bewegen darf, nicht aber alleine an den Schießstand im Schützenheim darf oder alleine über den Golfplatz laufen darf. Deshalb ja, eklatanter Bedarf, da nachzusteuern. Zum Zweiten gibt es nach meiner Einschätzung auch ein Gerechtigkeitsproblem im Bereich des Spitzen- und des Profisports. Denn mir fällt einfach keine kluge Antwort darauf ein, weshalb die Bundesliga-Fußballer aktuell ihr Training wieder aufgenommen haben. In meiner Heimat aber die Buttenwiesener Turner, ebenfalls Bundesliga, aufgrund der Schließung der Sportstätten nicht wieder trainieren dürfen. Das wird mittelfristig, wenn es dann nach Corona wieder losgeht, im Übrigen auch dazu führen, dass es Wettbewerbsverzerrungen gibt, wenn unsere Spitzensportler in Bayern nicht trainieren dürfen, das anderswo in Deutschland bei der sportlichen Konkurrenz aber schon wieder erlaubt ist. Deshalb sehen wir als Freie Wähler Regierungsfraktion da tatsächlich einen Nachsteuerungsbedarf. Wir haben deshalb unter der Federführung unseres Fraktionsvorsitzenden Florian Streibel und unseres sportpolitischen Sprechers Joachim Hanisch eine Arbeitsgruppe gegründet. Und in dieser Taskforce bringe ich mich persönlich gemeinsam mit dem Kollegen Bernhard Pohl, der lange Jahre Vorsitzender eines Profi-Eishockeyvereins gewesen ist, ein. Wir versuchen, eine kluge Strategie zu entwickeln, wie es für die Zeit, bis wir einen Impfstoff, ein Medikament gegen Corona haben, für diese Zeit also einer neuen Normalität mit Corona weitergehen kann im Bereich des Breiten- und Amateursportes, aber auch gerecht weitergehen kann im Bereich des Profisports. Sobald dieses Konzept fertig ist, werde ich es hier bei Frag Fabian wieder vorstellen. Wenn ihr andere Fragen an mich habt, dann postet die unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich drum. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.